Eine Gedenktafel auf der norwegischen Insel Utøya. Am 22. Juli 2011 erschießt der rechtsextreme Anders Behring Breivik hier 69 Menschen, die an einem Sommerlager der sozialdemokratischen Jugendorganisation teilnehmen. Zuvor tötet er 8 Menschen bei einem Bombenanschlag in Oslo. Auf der Berlinale knapp 7 Jahre später stellt der norwegische Regisseur Erik Poppe seinen Spielfilm über das Massaker vor. In den Mittelpunkt stellt er die Opfer. Am Film beteiligt war eine Überlebende. Ich erzähle diese Geschichte deshalb, weil es so vielen anderen unmöglich ist, sie zu erzählen. Wenn ich versuche zu erklären, was ich erlebt habe, dann geht das nur aus der Distanz. Ein Film kann eine Geschichte anders als mit Schreiben oder Sprechen erzählen. Poppe will seinen Film auch als Warnung verstanden wissen. Looking around in Europe today, wenn man sich heute in Europa umsieht, dann merkt man, dass der Neofaschismus täglich an Zulauf gewinnt. Wir müssen uns daran erinnern, was damals auf dieser Insel passiert ist, wie rechtsextremer Terrorismus aussehen kann. Can look like. Bei der Berlinale geht der Film ins Rennen um einen goldenen Bären.